Hallo zusammen, ich habe hier einen Chromstahlkühlschrank von Vitrifrigo, ein C90. Den haben wir jetzt geändert. Und zwar habe ich hier der Verschluss ist in der Mitte. Nach mir sollte er rechts oder links sein, dann ist auch die Hebelwirkung ein bisschen besser zum Aufmachen. Wir haben hier die Innentüre und oben ein Tiefkühlfach, das bleibt Standard. Das ist Standard, innen drin Kunststoff, einfach die Türe ist hier in Chromstahl. Aber was haben wir jetzt gemacht an dem Schrank? Normalerweise sitzt das Kühlaggregat hier oben drauf. Und jetzt habe ich das Kühlaggregat hier. Das Kühlaggregat hat hier Schnellkupplungen und hier an der Leitung auch Schnellkupplungen. Hier sind jetzt 3 Meter Kälteleitung, die jetzt abgerollt werden können. Irgendwo durch die Wand durch, in die Backskiste und dann kann das Aggregat da montiert werden, die Kupplung zusammengeschlossen und dann läuft dieser Kühlschrank mit dem Kühlaggregat extern. Durch das ist der Lärm in der Backskiste, da schläft in der Regel keiner. Und in der Kabine wird es ruhiger, weil die Lärmemissionen von diesem Kühlschrank sind hier weg. Zweiter Effekt ist das, die Abwärme ist in dieser Backskiste und wer ein Segelboot hat, der weiß, in der Backskiste habe ich feuchte Leinen, ich habe teilweise feuchte Segel und durch die Abwärme vom Kühlaggregat in der Backskiste habe ich eine Erwärmung von dieser Backskiste und auch einen gewissen Trocknungseffekt. Gut, es muss dann noch offen sein, aber weil es immer wärmer ist als draußen, wandert der Dampf gegen außen. Zusätzlich hat das Aggregat 2 Anschlüsse. Den Originalanschluss von 12 Volt und ein 230 Volt Anschluss für den Betrieb an 230 Volt, also im Hafen, im Landanschluss, mit einer Vorrangschaltung. Das heißt, sobald 12 Volt angeschlossen ist und Netz, sobald beides kommt, habe ich Vorrang auf 230 Volt. Wenn 230 Volt ausgesteckt werden, weil ich segeln gehe, dann schaltet es um auf 12 Volt und bei 12 Volt läuft es dann weiter. Sobald ich wieder im Hafen bin, einsteck, schaltet es wieder um auf 230 Volt Netzbetrieb. Ja, der Absatz hier, der bleibt, da können wir nichts ändern, aber sonst gibt es zu diesem Gerät eigentlich nicht viel zu sagen. Wir können das mit jedem Gerät machen. Auch unsere Kühlschränke, die hier so einen Ausschnitt haben, können wir die Kühlmaschine extern setzen mit einer langen Leitung. Was wir an Kühlgeräten haben, ist hier der Katalog, das ist noch der von 2022. Da kommt ein neuer, wir haben auch ein paar Produkte mehr, den verlinke ich euch natürlich unten drin. Und sonst, ich mache euch ein Video zum Beispiel über den Wemo 62, der hat fast die gleichen Abmessungen, wird auch sehr viel in Booten verbaut. Hat auch hinten so eine Schräge wegen Bootsausschnitt und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag.